Es war ein großes Familienfest. Hubert Burda, seine beiden Kinder und halb Offenburg schmetterten das Partnerlied. Hubert Burda ist für die Premiere in seine Heimat zurückgekommen. Mein Abitursaufsatz hieß: Mit der Heimat im Herzen hinaus in die Welt. Und so, an das habe ich mich immer gehalten. Wer die Kindheit und die Vergangenheit vergisst und hat keine Wurzeln. 1200 geladene Gäste kamen, um die Premiere von Enne Burda zu feiern. Gedränge auf dem roten Teppich und bei Familie Burda große Spannung, wie der SWR ihre Familiengeschichte in Szene gesetzt hat. Ich bin natürlich jetzt ganz neugierig, das Leben meiner Mutter zu sehen. Als Fiction, aber so ganz Fiction ist es nicht, weil es sehr am Original ist. Also es ist schon sehr bewegend, weil ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Großmutter. Von Anfang an und bis zum Ende. Enne Burdas Erfolgsgeschichte beginnt mit einem Betrug. Sie findet heraus, dass ihr Mann eine Geliebte und mit ihm ein Kind hat. Zu Enne Burdas Zorn hat die Geliebte, was sie immer wollte, einen eigenen Verlag. Alter, reiß dich zusammen! Ich soll mich zusammenreißen, weil deine Geliebte das macht, was ich mir schon ewig wünsche. Und was ich mir sogar ausgedacht habe. Anna. Du bleibst daheim, bis ich's gehört. Doch Enne Burda setzt sich durch und bekommt ihren Verlag. Obwohl sie nicht nähen kann, will sie Mode für jedermann machen. Vergessen Sie alles, was das Nähen kompliziert macht. Katharina Wackernagel und Fritz Karl spielen die Eltern von Hubert Burda. So harmonisch wie hier geht es im Film nicht zu. Als Ehepaar Burda zoffen sie sich heftig. Wenn die beiden zusammen sind, da geht es immer ums Eingemachte. Also die kochen ja wirklich den Brei ganz heiß. Und es war eigentlich jede Szene mit der Katharina war wichtig und war immer eine Herausforderung. Enne Burda holt die Mode von den Laufstegen in Paris in die Wohnzimmer der Frauen. Eine eindrucksvolle Karriere zeigt der Film, der bei Enne Burdas Enkeln gut ankommt. Ich war einfach berührt von ihrer Art und von dem, was sie da gemacht hat und von der Familiengeschichte, die sie einfach da verkörpert hat und wie das aufgebaut wurde. Das war für mich einfach toll zu sehen. Was ich in dem Film sehe, was ich schön finde, ist die Sensibilität, die sie hat und wie sie die Stoffe anschaut und die Schönheit. Und das ist was ich auch habe, also Schönheit bewundern. Mit einer Riesenparty feiert der Offenburg die Premiere des Zweiteilers und seine berühmte Verlegerin. Enne Burda starb 2005 mit 96 Jahren.